Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapenta aka Uli. Und zwar zum Video 65. Wie immer ein Wochenupdate zum Bau einer Endwelbernanlage von Anfang an. Und zwar geht es heute endlich mal um den versprochenen Teil, den letzten Teil des Zeppelin-Landeplatz. Was ich da gemacht habe, wie ich das alles aufgebaut habe und wie es auch noch weitergeht danach. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Ist zwar die Fertigstellung, aber richtig fertig bin ich immer noch nicht. Und ja, die Fabrik folgt noch. Dann kommt natürlich der Zeppelin als solches noch dazu. Und jede Menge Tipps und Tricks für Einsteiger, für Wiedereinsteiger, für alle, die mit Modelleisenbahn was zu tun haben wollen. Die sind ja natürlich alle recht, recht herzlich willkommen. Und dann lade ich euch ein. Seid dabei bei meinem Video. Und lasst euch überraschen, was ich alles mache. Ich finde es schön geworden, mir hat es gefallen. Und dieser kleine Kerl hier im Hintergrund, wenn er nicht bald aufhört, sich zu wehren, dann werde ich ihn umschubsen. Das werde ich sowieso gleich machen. So, und, klatsch. Bis gleich. Recht herzlich willkommen zurück zum Video und zwar zur Fertigstellung des Zeppelin-Landeplatzes. Ich habe mich ja darauf gefreut, euch das zeigen zu können. Zeige euch natürlich jetzt hier noch die ersten Schritte, wie ich alles da vorbereiten musste, bevor ich dann auf die ganze Pflanzung und sowas komme. Aber das kommt alles jetzt noch im Video, das werden wir alles sehen. Ihr habt ja vielleicht jetzt am Anfang hier in den blauen Kasten gesehen, wo alles drin stand. Das werde ich euch zeigen, natürlich wie immer im Zeitrafferformat. Ich werde alles beschleunigen mit 2- und 4-facher Geschwindigkeit. Das kennt man vielleicht von mir jetzt schon, damit das nicht so langatmig alles ist. Und dann habe ich natürlich mindestens 95% meiner verfügbaren Video Ressourcen, die ich hier alles aufgenommen habe, rausgeschnitten, um das natürlich nicht zu langatmig zu machen. Das macht ja auch keinen Spaß. Aber ein paar Arbeitsschritte, wie jetzt hier zum Beispiel am Anfang, wo ich diese Beton, oder was auch immer das sein soll, unter dem Aufgang da so eine Betonfläche ein bisschen gealtert habe. Das habe ich nachher mit einem feinen Pinsel noch nachbearbeitet. Man sieht nicht alles, was ich hier so tue, was ich so mache. Viele, viele Dinge, wie die Treppe hier zum Beispiel, die bemale ich ja jetzt mit so einer, ja, mit so einer Metallfarbe, das nennt sich Gunmetallic, also so eine Art, ja, Waffen. Metallfarbe. Klingt jetzt ein bisschen affig, was ich gerade gesagt habe. Aber es sollte halt metallisch glänzen, das Ganze. Und da war die Farbe mir gerade zurecht und ich fand die recht hübsch. Die hat so einen Silberton, so einen blau, silbergrau, ach, was weiß ich, Ton da. Ihr seht es ja selber. Und da habe ich die Stufen, das ist ja ein 3D-Druck hier, die Treppe. Da habe ich ja die Stufen mit einer kleinen Schlüsselfeile so reingefeilt und jetzt hier bemalt. Und zum Schluss, das werde ich euch gar nicht zeigen, habe ich die Treppenstufen auch noch mal mit, na, mit einem ganz, ganz feinen Pinsel, so die Kante hinten immer, die wo es am dunkelsten ist, auch noch so einen Strich drauf gegeben, dass man sozusagen die dunkle Stelle der Treppe noch ein bisschen besser rausholen kann. Es ist wie immer, es sieht kein Mensch, nicht mal ich sehe das mehr auf der Anlage, wenn ich nicht weiß, dass das da ist. Aber ich muss sagen, mir macht sowas Spaß, diese ganzen kleinen Details, auch nachher, wo die Männchen draufgeklebt worden sind. Das kann man von so weit hinten, wie das ist, überhaupt nicht mehr erkennen. Das ist ja diagonal der weiteste Platz vom Betrachter der Anlage aus, ist ja dieser Zeppelin-Landeplatz da hinten drauf. Und wenn man sich jetzt diese jetzt hier riesige Treppe anguckt und denkt, Mensch, die ist aber unsauber gearbeitet. Ja, ihr könnt sie gerne in der Hand nehmen, könnt ihr natürlich nicht, weil ihr nicht hier seid. Die ist klein, die ist wirklich klein und da muss man ja versuchen, alles möglichst akkurat hinzubekommen. Und da hast du natürlich, wenn du gefeilt hast, wenn du die Stufen so rausgefeilt hast, habe ich noch mit so einem kleinen Bastelmesser noch versucht, die Kanten ordentlich abzuschneiden, aber es sieht immer noch ein bisschen gerupft aus. Aber wie gesagt, das ist so weit, weit hinten, ja, man sieht es kaum. Dieser sogenannte Galgen, den wir jetzt hier im Hintergrund sehen, das ist natürlich kein Galgen im eigentlichen Sinne. Hier werden keine kleinen Männchen dran gehangen, die jetzt hier irgendwie aufgehangen wurden. Das ist vielleicht auch mal eine Idee.
Aber nein, guck mal, da oben auf den Turm ist der aufgesetzt worden. Da soll natürlich der Zeppelin dann mit einer Art Seil, was wahrscheinlich unter dem Strich ein Zwirnsfaden sein wird, wir reden ja immer noch im Format 1 zu 160, festgemacht wird dran. Deswegen meinte ich vorhin übrigens, ich bin immer noch nicht fertig, weil der Zeppelin, den ich ja von dem lieben Tommy bekommen habe, immer noch in meinem Schrank wohnt und noch aufgearbeitet werden muss, weil er ja leider den Transportschaden hatte. Aber das kommt jetzt auch demnächst, das werde ich euch zeigen, da soll ja noch eine Beleuchtung rein, das soll ja dann mit diesen Kupferlack-Draht-Litzen-Dingens da an die Decke angehangen werden, die man dann wahrscheinlich kaum sehen wird, sodass der wirklich einen Schwebeeffekt hat und da sogar noch beleuchtet ist dabei. Aber das kommt alles im Anschluss nachher noch. Nicht heute, aber sondern in einem der nächsten Videos werde ich das noch mit reinspielen, so dass wir das Ganze dann entsprechend dann uns noch anschauen können, wenn es mal irgendwann komplettiert wird da hinten. Ich fand das Ding super, aber egal. Ja, was habe ich jetzt hier gemacht? Hier trage ich jetzt logischerweise, das wisst ihr alle selber, Wasser-Weißleim-Gemisch auf sozusagen auf meine Anlage und mache im Grunde genommen dann Quarzsand drauf. Das ist ein Quarzsand, der nennt sich bei mir Rot, so habe ich ihn mir besorgt. Ja, der ist alles andere als rot, aber der sollte ja auch nicht wirklich so rot sein in dem Sinne, sondern eben, wie wir jetzt hier gerade sehen, so ein richtig schönes Sand. Ich mag das, ich fand das oben toll, so eine Sandfarbe da drauf zu bringen und deswegen habe ich noch gar nicht mehr eingefärbt oder bemalt, aber egal. Und hier sehen wir jetzt, wie ich so die Seiten abputze mit einem Pinsel, wo kein Sand sein soll, weil ich werde es ja nachher noch beträufeln. Mit auch Wasser-Weißleim gemischt, das kennt ihr ja alle, so wie bei Schotter und ach, ich habe das alles tausendmal selber gemacht. Aber es gibt ja auch neue Leute, die es noch nicht gemacht haben, die können sich das gerne natürlich hier anschauen. Und ja, das ist halt Quarzsand. Das fand ich natürlich am besten. Ich wollte keinen richtigen Sand oder keine anderen Sachen mehr verwenden. Es sollte fein sein da oben und deswegen ist Quarzsand, bietet sich super an. Und ja, ich fand das auch ganz gut. Mit Tiefgrund mache ich das Ganze. In dem Fall, ich habe gerade was anderes gesagt, ich habe gerade Wasser-Weißleim gemischt, das mache ich auch öfters mal. Hier habe ich Tiefgrund verwendet, deswegen blende ich es ganz kurz ein. Hier sehen wir übrigens den Weg, den ich da ein bisschen so mit dem Pinsel so reingezogen habe. Der ist also tatsächlich vertieft. Millimeterchen, mehr ist das gar nicht. Aber ich bin dadurch so tief gekommen, dass ich so fast auf der Oberfläche auf diesen Sand oder auf diesen schwarz gemalten Hartschaumplatte gekommen bin, dass man das so ganz gut sieht. Hier fällt es gerade nicht so auf, weil jetzt der Tiefgrund noch das alles nass gematscht hat. Deswegen sieht man es nicht, aber glaubt, der Weg ist da. Und hier kommt übrigens das gleiche Geländer dran wie an der Treppe, dass es natürlich eine schöne Einheit bildet, dass alles so ein bisschen ähnlich aussieht. Jetzt kommen wir hier übrigens in die Details rein. Hier kommt eine Leiter, weil in der Plattform oben, das sieht man nicht, das ist aber da. Das kann ich vielleicht mal irgendwann nochmal zeigen, falls ich da mit der Kamera hinkomme, ist ein Loch, wo die Leute, wenn die da die Leiter hochsteigen würden, da auf die Plattform kommen. Und hier müssten sie, laut meiner Fantasie, die nächste Leiter hochsteigen. Um dann, der Haken ist übrigens ein bisschen ab da oben, der hängt später anders. Also sehr, sehr abenteuerlich. Wer mit dem Zeppelin fahren will, der sollte also gut gebaut sein, dass man da hochkommt. Aber ist ja auch völlig egal. Und jetzt hier nochmal ein kurzer Schwenk über die ganze Sache, bevor wir jetzt hier nämlich die ja, grünen Sachen auftragen. Es war ja nur der Untergrund. Jetzt kommt wieder in dem Fall Wasser-Weißleim-Gemisch rein und jetzt begrüme ich das dann eben mit dem, ja, mit diesem Gras-Zeugs da, Flocken, ne, was wir da gerade gesehen haben. Fällt gerade der Name wieder nicht ein, ist aber auch mal furchtbar. Hier sehen wir den Weg auch recht schön noch da, wie er so ausgekratzt ist. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Enden, die Seiten alle mit ran, wo dann das Gras mit reingeströselt wird. Da, und gerade unter dem Turm soll mit runter, das ist ja bewachsen, da kann ja kein Mensch was mähen da unten, deswegen ist es gemacht. Am Aufgang kommt das Gras mit ran. Also überall, wie gesagt, das kennt ihr, ihr verwendet das selber in Massen. Ich habe es schon bei euch auf den Anlagen gesehen, wenn ihr schöne Videos reinstellt. Ich mag übrigens eure Videos so gerne immer gucken, weil ihr bringt so schöne Sachen, ihr habt so viele schöne Details immer drin, wo man wirklich dann guckt und sagt, Mensch, ist das hübsch geworden und sowas. Und ja, ich wollte es nur mal gesagt haben, ich freue mich immer wieder, wenn auch ihr Videos einstellt, wo man da auch mal bei euch gucken kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei mir guckt und das ist immer schön und so macht das immer Spaß und so ist das fein. So, jetzt von hinten.
diese ganze Geschichte. Die Bäume sind mir etwas zu kurz gewesen. Die sollen übers Haus ragen. Ja, was mache ich? Ich verlängere den Stiel nicht, sondern ich habe mir ja so einen kleinen Halter gedruckt mit so einem Pieks unten dran und dann so einen Ring. Da konnte ich den Baum reinstellen und habe den dann wunderschön da festgeklebt. Hat sich super gemacht. Und hier hinten kommen die ganzen Bäume ran. Die kommen, wie gesagt, von der Rückseite ran, von den Felsen. Und hier, wo der schwarze Bereich ist sozusagen, da fahren ja die Züge. Teilweise noch einen Zacken höher. Also musste ich gucken, dass die unterhalb von den Ästen bleiben, dass sie da nicht hängen bleiben. Und wie gesagt, deswegen die Bäume von hinten, weil das Modul, wenn es aufgestellt wird, hat ja nachher diesen Berg dahinter, diesen sogenannten Seidenberg, den ich mal gebaut habe. Das ist aber auch schon viele, viele Videos her. Und dass das so eine Einheit bildet irgendwo. Ne? Das soll so reingefressen sein in die Landschaft, wo der Zug hochfährt. Und ich denke mal, das ist so optisch ganz gut gelungen, wenn ich jetzt hier vor der Anlage stehe. Das macht sich ganz gut. Und wenn man überlegt, wie das mal ausgesehen hat mit diesem grünen Styrodur, denke ich mal, ist das eigentlich recht nett geworden. Und die kleinen Steine, das hat sich wirklich bewährt irgendwo. Das werde ich generell so weiterbauen als mit Naturmaterialien, mit richtiger Erde, mit richtigen Steinen. Das finde ich besser, als wenn man da irgendwelche Sachen da aus Papier zusammenknüllt oder was weiß ich macht. Und obwohl die nicht schlecht aussehen, ich sehe das bei vielen, vielen Videos, was ihr euch auch für Mühe gebt, habe ich ja eben schon gesagt, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Aber das ist halt eine Lösung, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass ich das eben mit echten Sachen machen möchte. Hier sehen wir übrigens ein Schild Verwaltung. Das ist ausgedruckt auf meinen Drucker in richtig schön und klein. Und dann ist die Oberfläche, dass das so ein bisschen glänzend wird, wir haben es ja gerade gesehen, auch nicht mehr zu sehen von hier vorne, wenn ich vor der Anlage stehe. Jetzt hier zu den Zäunchen, auch 3D-Druck, ist ja klar. Ich habe ja schon gesagt, ich mache den größten Teil auf meiner Anlage alles selber. Das wird im 3D-Druck fertig gemacht. Und da habe ich verschiedene Varianten ausprobiert. Hier sehen wir den Zaun im Hintergrund, da habe ich verschiedene Varianten ausprobiert. Wie welche Zäune ich nehme, die eine, die ich mir ausgedruckt oder erdacht habe, die sah so ein bisschen aus wie so ein Farmzaun aus dem Wilden Westen, die habe ich also schnell verbannt, die werde ich woanders einsetzen, wo ich vielleicht mal wie so eine Art ja, Koppel baue, wo dann eben Kühe draufstehen oder was weiß ich, und da kann man die gut verwenden, aber hier fand ich diesen Lattenzaun, den man jetzt gerade sehen, am besten. Der wurde mit dunkelgrün bemalt und dann noch ein Braun, so alles ein bisschen alt und verwittert gemacht. Und jetzt arbeite ich auch hier mit dem Pinsel mit brauner Farbe und versuche noch dies eine oder andere Stelle zu, ja, nicht zu altern, kann man nicht sagen, aber ein bisschen weniger schön zu machen. Das wisst ihr ja, dass ich gesagt habe, das muss alles wie das Dach da oben. Da sieht man so eine leichte Kante nach oben von der Farbe. Das wird übrigens auch noch weggemacht. Da habe ich neulich das hier so vor mir stehen gehabt und habe das gesehen. Ich denke, ach nee, diese scharfe Kante oben. Und dann habe ich da auch noch ein bisschen drüber gearbeitet. Und da kommen wahrscheinlich so viele kleine Dinge noch dazu, wo man später immer mal wieder sagt, hier machst du noch was, da machst du noch was. Aber das kennt ihr ja alles selber, dass die Details wahrscheinlich immer, immer höher werden. Mit jeder Idee, die man hat, mit jedem bisschen, was man hat. Hier übrigens ganz kurz zur Geschichte. Hier sehen wir jetzt schwarz und rot. Die LED leuchtet ja relativ hell. Das hatte ich ja schon mal in dem Video gebracht. Also habe ich die LED mit roter Farbe, nochmal, es war eine rote LED, habe ich die auch mit roter Farbe nochmal übermalt und von der Rückseite dann in schwarz, so dass die eben nicht in die Berge reinscheint oder wie auch immer und auch dunkler ist. Und das mache ich eben mit einem Tüpfen roter Farbe, dann wird die dunkler, ist ja logisch. Und das funktioniert recht gut. Hier sehen wir dieses Schild, was ich vorhin gemacht habe. Und da sieht man kaum noch, dass ich das habe so glänzend vorne gemacht, dass es eben aussieht wie so ein Blechschild. Sieht eigentlich gar nicht mehr aus, wenn ich jetzt hier so gucke. Aber ist ja egal, wie gesagt, das ist ja so, so klein und so weit hinten. Aber ich wollte es halt machen. Ich wollte eben, dass an dem Verwaltungsgebäude Verwaltung dran steht. Hier sehen wir ja auch jetzt die beleuchteten Räume da drinnen. Die haben ja alle eine Innenausstattung bekommen, das Haus. Das sind also die Räume, die ist was drin. So, auch wenn man sich bewegt, sieht man eben auch, wie das sich bewegt dahinter, weil das eben an der Rückwand angebracht worden ist. Das Haus, wer es nicht weiß, ist auch ein 3D-Druck. Das ist also so ausgedruckt, sollte so ausgedruckt sein, wie es da dasteht. Es kann passieren, ich habe die Idee neulich gehabt, dass da noch kleine Fensterläden drauf kommen. Die werde ich dann wahrscheinlich entweder aus einer Art dickeren Fotopapier machen, dass das glatt ist, weil die jetzigen, das sieht mir zu uneben bisschen aus. Auch wie gesagt, das ist jetzt Meckern meines Erachtens aus recht hohem Niveau. Und das muss dann auch nicht unbedingt sein. Und ja, was habe ich jetzt hier? Hier habe ich ein Männchen in meiner Pinzette. Das sind Männchen,
die für den Hintergrund bestimmt sind. Ich habe dann noch wesentlich schönere da, das kann ich mal so dazu sagen. Das sind aber die, die so weit im Hintergrund stehen, dass ich die gar nicht mehr erkennen kann. Wobei diesen roten Kerl hier vorne, den war orange da, den habe ich ausgetauscht. Der hat mir gar nicht mehr gefallen. Und die anderen habe ich mit dem Pinsel ganz fein noch nachgearbeitet. Das sind also wirklich reine preiswerte Männchen. Weil die besseren, die kommen alle in den Vordergrund, da wo ich wirklich mich ranbeugen kann, wo ich die sehe. Ursprünglich waren die hier gedacht oder sind auch dafür gedacht, dass die in die Waggons von innen reinkommen. Und da werden dann die Beine abgeschnitten, das kennt ihr alle selber, und dann werden die da reingeklebt. Dafür sind diese Art Männchen eigentlich hier, oder Personen, Männchen sind es ja nicht, Personen, gedacht, dass die dann ja eben nur für solche Zwecke da sind oder in Häuser rein oder irgendwas in der Form. Dafür sind die gekauft, da habe ich mal 100 Stück für, weiß ich gar nicht, 20 Euro gekauft oder so. Und wie gesagt, reine Hintergrundpersonen, und im Vordergrund wird das natürlich alles detaillierter werden. Aber das muss ja auch nicht das Geld rausgeschmissen werden mit beiden Händen, das kennt ihr selber. Hier habe ich eine laufende Person genommen und die werden aufgeklebt mit diesem Hin- und Wegkleber, den ihr wahrscheinlich selber alle kennt. Hier sieht man, dass ich ja noch ein bisschen nachbemalt habe. Die Schuhe waren sehr unsauber, die Frisuren. Dann habe ich teilweise auch die Oberkörper noch ein bisschen nachbearbeitet, so dass selbst die Männchen oder die Personen, die für den Hintergrund sind, auch noch schöner werden sozusagen. Ja, hier habe ich nicht warten können. Normalerweise trägt man ja den Kleber auf, wartet da ein paar Minütchen und dann pappt man die Figur drauf und die bleibt stehen. Aber hier wollte ich nur partout unbedingt den Kerl da hinkleben. Und ja, und jetzt sieht man, wie der sich wehrt mit Händen und Füßen und sagt, nee, ich gehöre nicht her, ich will in die Schachtel zurück. Und ja, aber zum Schluss muss ich sagen, habe ich gewonnen. Aber jetzt ist er noch so ein bisschen, jetzt sträubt er sich noch. Aber wie gesagt, das ist jetzt nebensächlich. Und ja, ich finde, es ist nett geworden, mir hat es gefallen. Es werden immer noch mehr Details dazukommen, das ist Fakt, das macht ihr ja auch so, das habe ich ja auch schon festgestellt. Und gerade der Roland, wo ich die Videos jetzt immer so gerne gucke, der macht ja auch so mit diesen ganzen Blumen und Sonnenblumen und Rosen und sowas alles mit rein, gefällt mir wunderbar. Und ja, das war dazu. Ihr seht, es kommt keine komplette Übersicht, weil die kommt erst in der nächsten Woche. Da ist auch die Fabrik fertig, da habe ich viele schöne Sachen noch gemacht. Da habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen noch. Da würde ich sagen, freut euch mal drauf. Ich habe mich drauf gefreut. Ich habe es gemacht und ich werde das Video jetzt fertig machen. Und dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche, was ihr einen freuen, ist ja ganz toll, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Wie immer pünktlich, Freitag 18 Uhr. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Und hast du Ideen oder Vorschläge oder auch nette Kommentare? Das macht ihr sowieso mal recht gerne. Da freue ich mich ja immer drüber. Dann einfach ab in die Kommentare da mit einem Däumchen nach oben. Das, ja, das entscheidet ihr sowieso mal selber. Ich freue mich über alles, was so positiv kommt. Und dann würde ich sagen, macht schön gut. Bis zur nächsten Woche. Euer Aquapanda aka Uni. Tschüss.